Ja, guten Morgen, herzlich willkommen bei der neuen Folge von Geht's immer unter uns. Ich war gerade einkaufen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Weil ich liebe diese Aufbackbrötchen total gerne. Und heute dreht sich, oder ich möchte gerne mit euch ein bisschen quatschen wieder mal. Und wie zum Beispiel das, was Steam gebracht hat. Wir hatten jetzt drei Veröffentlichungen über das Pad und die Steam Box. Naja, das heißt jetzt Steam Machine. Und über die Spiele, die ich gerade noch ein bisschen suchte und dass mich ein Handyspiel sehr begeistert momentan. Und was war noch? Was war noch? Ihr werdet sehen. Mario hatte ist gestern, ja, gestern Morgen aufgewacht und hatte eine Verhärtung. Das ist. Moin, moin Leute, herzlich willkommen zu GC mal unter uns. Heute habe ich mich hier mal wieder hingesetzt und möchte mit euch über einige Sachen oder Themen sprechen. Und anfangen möchte ich mit Valve, die drei Bomben platzen lassen hat. Hier, der Valve nicht kennt, es ist eine Kooperation, die 1996 von einem Microsoft-Mitarbeiter entstanden ist und in Washington, USA sitzt. Ist groß geworden mit Half-Life 1998 und hat neue Impulse in Sachen Ego-Shootern gebracht. Hat natürlich auch sowas wie Half-Life 2 und natürlich auch Counter-Strike damals gebracht. Das waren damalige Mods für den Half-Life 1. Und ist heute noch, oder befreut sich, immer noch großer Beliebtheit in den Mehrspieler-Modus. Ja, und haben auch später noch Turtle Rock Studios aufgekauft, die Left 4 Dead gemacht haben. Und ja, die haben auf jeden Fall drei Bomben platzen lassen letztens. Und wollen wir mal anfangen mit SteamOS. Das ist ein Betriebssystem, was auf Linux basiert, das quasi gratis sein soll. So wurde es gesagt. Und quasi für mehr Leistung für die Spieler bringen soll, also für die Games. Und das Stream möglich sein soll vom Rechner zum PC. So genau ist mir noch nicht bekannt, aber ich was weiß, quatsche ich natürlich hier rein. Und des Weiteren wohl die Steambox, die heißt ja jetzt nicht mehr Steambox, das heißt ja wohl Steam Machine, so wie ich das jetzt richtig mitbekomme. Aber falls ich mich hier irgendwie in Sachen verzwicke, die nicht wahr sind, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bin ja auch nicht fehlerfrei. Keiner hier bei YouTube ist fehlerfrei. Und es wird jetzt, gibt es jetzt ein paar Beta-Tester, die kriegen jetzt so eine Kiste mal nach Hause. Es handelt sich um kein geschlossenes System, das heißt, man könnte sie hacken oder man könnte eigenes Betriebssystem draufschmeißen. Und so wie es angehört hat, kann man auch später die ganzen Sachen wechseln. Ich denke mal von den Grafikchip und irgendwelchen anderen Sachen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Steambox, was halte ich davon? Ich denke, so eine kleine Steambox zu Hause zu stehen zu haben, sie als Zweitrechner zu nutzen. Und ab und zu vielleicht mal so ein paar Steam Sales, Summer Sales, jeder kennt das. Das ist natürlich mal eine feine Sache, wenn man dann so günstig ein paar Sachen kriegt. Oder auch alleine durch Sample Bundle, wie oft, ich habe jetzt mittlerweile in den letzten paar Wochen, habe ich da glaube ich, was ist das, paar Wochen, zwei, drei Monaten, habe ich jetzt da zweimal so ein Sample Bundle mitgemacht, oder dreimal bis jetzt. Ich habe jetzt glaube ich 15 Spiele, 12 davon, und die mich so richtig doll interessieren. Ich habe noch nicht eins geschafft durchzuspielen. Das liegt aber auch daran, weil mich momentan noch andere Spiele ziemlich dolle reißen. Also ich finde das Ding schon ziemlich knorke. Also ich habe es noch nicht viel gesehen, aber alleine die, ich meine, viel mehr raus seit letzten anderthalb Jahren ist eh noch nicht. Aber ich bin da sehr, sehr angefixt an der ganzen Karre. Kommt natürlich an, was die ganze Chose kostet, ne? Wenn das Ding nachher 800 Euro kostet oder 1000 Euro oder wenn das Ding vielleicht sogar in drei Varianten rauskommt. Es gab ja solche Gerüchte, dass so High-End und Mittelklasse-Rechner dann kommt für die Steam-Maschinen quasi und dass das sich dann preislich natürlich extrem nach oben steigt. Da muss man natürlich sehen, aber angeblich soll dann 2014 soll das dann irgendwann richtig der Start beginnen und die Sache seinen Lauf nehmen. Ich bin ja mal gespannt. Das nächste, was sie platzen lassen haben, war der Controller. Den werde ich hier mal, immer dieses Spiegelverkehr, denn jedes Mal merke ich erstmal, wenn ich was anzeigen will und will es eigentlich hier anzeigen, weil das Bildschirm ja da, ich habe den Bildschirm umgedreht von der Kamera, war falsch. Ja, auf jeden Fall hier werde ich es reinballern, den Controller mal. Also es ist eine ganz komische Geschichte, weil ich war heute Nacht im Bett und logischerweise, ich habe gepennt und bin dann irgendwann aufgewacht und konnte nicht mehr pennen. Und dann dachte ich, gehst du mal aufs Tö, holst du mal was zu trinken
Und nebenbei habe ich halt mein Handy geschnappt und habe mal ein bisschen weitergelesen, nachgelesen, was da so abgeht. Und dann habe ich diesen Controller gesehen und musste dann so im Halbschlaf, so, weil ich mir gedacht, ja, ihr seht das Ding ja gerade da oben, ich habe es richtig gemacht, hier oben. Ich war erstmal ein bisschen geschockt, muss ich sagen, weil das Ding hat jetzt kein Steuerkreuz oder sowas. Es hat zwar diese Buttons noch, aber es hat halt zwei Touchpads, eins links, drei. Eins links, eins rechts und eins wohl noch in der Mitte und da sind halt noch Tasten drumherum. Ja, dann habe ich gedacht, jeder Hardcore-Gamer, also jeder, der viel spielt und mit Pad spielt und Tastatur und Maus spielt, also ich würde das Ding in die Ecke pfeifen, bin ich ganz ehrlich, weil ihr kennt jedes Handy, mittlerweile spielt ja, was ich, viel 1000 Spiele und Ego-Shooter gibt es jetzt auch schon haufenweise, die vielleicht auch gar nicht so verkehrt sind, will ich auch gar nicht sagen. Aber die Steuerung ist meistens miserabel und ich habe jetzt hier mal mein Telefon. Hast du auch mal hier Touch und hier Touch und im Endeffekt bin ich der Meinung, ist das nichts anderes. Ich kann damit überhaupt gar nichts anfangen, bin ich ganz ehrlich. Das ist irgendwie bescheiden. Dann habe ich ja den ganzen Scheiß schon wieder. Muss ich ja, habe ich ja links für Steuern und vielleicht mag das irgendwo funktionieren. Das funktioniert auch mit dem Handy oder mit dem iPad mal. Wenn man was mal runterlädt, mache ich öfters mal, wenn ich mal gucke bei Android oder was ich, wo, was ist denn gerade mal gratis, was ist toll, was macht mal Spaß oder so. Und bei mir ist es immer so, ich spiele diese Spiele 2, 3, 4, 5 Minuten und denke, wow, das macht richtig Bock. Dann mache ich das zweite Mal an, da habe ich wieder keinen Bock mehr drauf, weil es ja die Steuerung einfach zu nervig ist. Na gut, es kann natürlich sein, dass durch das Pad, das ist ja nur ein bisschen ergonomischer, sieht ein bisschen den Xbox-Pad ähnlich und vielleicht liegt das besser in der Hand, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass das gut zu steuern ist. Ich meine, ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, ob ihr das anders seht oder nicht. Ich bin der Sache nicht ganz geheuer und ich... Aber die haben auch schon gesagt, man kann weiterhin das, sagt schon, die Tastatur und Maus benutzen. Das wird wahrscheinlich definitiv überall der Fall sein, weil ich denke mal nicht. Also ich meiner Meinung denke, dass sich das Pad auf gar keinen Fall durchsetzt. Wieso sehen meine Haare eigentlich schon so beschissen aus? Na, was soll's. So, dadurch, dass wir momentan wenig Spiele haben, wir kaufen uns ja auch nicht jeden Scheiß, wir kriegen ja die Spiele noch nicht zugeschickt. Es ist auch nicht so wild, ich kaufe ja gerne meine Spiele, wenn ich sie mag. Und momentan kommt einfach nichts raus. Und ich bin auch ein bisschen geizig, momentan für Spiele noch Geld auszugeben, weil ich ja auf die neue Generation warte. Und mir da ein bisschen Geld zurückzulegen, um dadurch dann euch dann, oder auch mir selber einen Gefallen zu tun, da ich am Start ein bisschen was da zu haben. Und euch ein bisschen was zu präsentieren. Ist quasi hier 60 Euro, die ich jetzt, oder auch 50 Euro, die ich jetzt ausgebe. Die lege ich da lieber zur Seite, wisst ihr, und spare dann für die Next Gen. Und außerdem gibt es da momentan Spiele, die mich momentan auch immer noch weiterhin total begeistern. Zum einen ist es jetzt immer noch Diablo 3 für die Xbox. Das ist ja Rille Xbox oder PS3 und es macht mir immer noch viel mehr Spaß. Und das Lustige ist ja, dass wenn ihr Diablo spielt, wisst ihr es selber. Blizzard hat eine Mail rausgeschickt, wo jetzt bekannt gegeben worden ist, dass am 14. März, glaube ich, war das, das Aktionshaus und das Echtgeldhaus geschlossen wird 2014. Ja, super. Das ist super geil. Verstehe ich. Ich verstehe es gerade so gar nicht. Oder es sind einfach so viele Leute abgesprungen, weil ich habe gestern auch jemanden kennengelernt. Kennengelernt bei Xbox Live und der hat mich dann gefragt, warum denn so viele Leute vom PC zur Konsole auf einmal Diablo spielen, wechseln. Da habe ich gesagt, ja, gibt kein Aktionshaus, das ist doch voll Bullshit, weil ich habe zum Beispiel jetzt, mein Charakter ist jetzt auf Level 59 und ich habe mittlerweile schon so viele Legendaries gefunden, das macht einfach viel mehr Spaß. Ja, auf jeden Fall wird das Ding jetzt geschlossen. Ja, ich bin mal gespannt, ob das viel bringt, ob dann die Leute eh noch angepisst sind oder ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich dann wieder wechseln, ich bin nicht sicher, weil jedes Mal dieses Hin und Her ist ein bisschen nervig. Ich hoffe auch, dass kein neuer Diablo-Titel auf der Next Gen rauskommt, weil dann müsste ich wieder von vorne anfangen. Außer natürlich ist es möglich, seine Save-Daten mitzunehmen. Dann würde ich natürlich wahrscheinlich das dritte Mal ein Diablo kaufen für die Next Gen-Konsole, nur um darauf weiterzuspielen. Ja. Auf jeden Fall ziemlich klasse. Was ich momentan noch viel zocke, ich muss es jetzt einfach mal bringen, weil es gehört dazu, ist, ich mach's mal kurz an, das ist mal so ein kleiner Zeitvertreib. Das ist hier dieses Spiel hier,
Sekunden auf, ich hoffe, sieht man's. Es handelt sich ums Clash of Clans, das ist so ein over-the-top Strategiespiel. Ja, Update, so halt ich. Und man fängt an, sein kleines Rathaus zu bauen, quasi ein Hauptgebäude mit ein paar Ressourcen, wie Gold muss man ernten quasi. Dann baut man so eine kleine Goldmine und einen kleinen Elixierstand. Also ich mache das alles sehr viel Spaß. Man kann seine Einheiten bauen, man kann sie aufwerten, man kann andere Basen angreifen. Das macht alles ziemlich viel Laune. Eins, was mich natürlich wieder richtig nervt, ist, wenn man so was aufwertet, das dauert dann, zuerst geht es, dann dauert es so 20 Minuten etwas, ein Goldlager auf Stufe 2 zu bringen und dann auf Stufe 3 wird es dann schon 40 Minuten. Und jetzt habe ich gerade mein Rathaus, das quasi das Hauptgebäude ist, das habe ich jetzt auf Stufe 6 oder 7, bin ich gerade, und das dauert über 3 Tage. Und ich glaube, genau 4 Tage dauert das. Das ist total nervig, das dauert natürlich Ewigkeiten und dann kann man es natürlich beschleunigen, dann kommt wieder dieses Pay-to-Win-Spiel. Man kann natürlich ein bisschen Geld bezahlen, damit man dann halt mehr Bauern baut. Und das bleibt natürlich jeden für sich, wie er es gerne haben möchte. Aber so macht mir das Spiel, ist einer der wenigen Spiele, die mir auf dem Handy wirklich Spaß machen. Außer es gibt noch ein Spiel, was mir sehr doll gefällt auf dem Handy, das ist Infinity Blade. Gut, basht mich jetzt, hatet mich. Aber es macht mir Spaß, es ist sehr simpel und es hat immer wieder Bock gemacht, da ein bisschen rumzuslashen. Auf jeden Fall Clash of Clans kann ich auch nur empfehlen, aber gibt es leider momentan nur auf dem iOS-Geräten, also auf iPhone. Auf Android gibt es das wohl auch, aber nur der zweite Teil und die sind wohl nicht ganz so gut, weil es irgendwie so nicht mehr ganz so im Mittelalter steht. Also mir macht das Spaß, ich bin jetzt auch einem Clan beigetreten, den Green Fighters, oder Fights. Ich werde das hier mal hinschreiben und wie gesagt, jeder, der ein iPhone-Gerät hat und das Spiel noch nicht kennt, wahrscheinlich bin ich einer der Spätzünder, der das Spiel gesehen hat, der kann sich das mal antun und wer mich mal kennenlernen will, der tretet einfach mal diesen Clan bei. Ja, was gibt's noch kurz zu quatschen? Ja, momentan gibt's gar nicht so viel. Ich möchte hier nochmal den so ein Goku GT-Fan. Ich muss mal kurz nachgucken, dann weiß ich das nicht genau. So ein Goku-Fan GT nochmal. Lieb grüßen, grüß dich. Der momentan viele Kommentare geschrieben hat und gefragt hat, ob wir mal wieder ein DBZ-Beef machen. Ich denke mal, du meinst da wahrscheinlich nur Dragon Ball-Beef oder vielleicht mal anderes, wissen wir noch nicht. Und er hatte eine ganz coole Idee gehabt, zum Beispiel, dass man, wenn wir Street Fighter Beef machen sollten, mal wieder, dass wir dann, dass ich mir die Augen zubinde, damit das fairer ist. Oder Danny mit, ich weiß gar nicht, was Danny machen sollte, ich glaube, andersrum drehen. Beefs werden auf jeden Fall den nächsten Jahr mal wieder kommen, dadurch, dass wir eine kleine Spielemangel haben. Das Problem ist gerade nur, dass ich sag das jetzt hier mal so einfach, weil es ja so den Kanal dazugehört, dass der Danny momentan nicht mehr da ist. Also er ist schon noch da, aber er schafft es einfach nicht. Wir haben das so abgesprochen, dass er momentan bei Videodrehen nicht mehr dabei ist. Für jeden, den das natürlich jetzt traurig ist, er wird wahrscheinlich irgendwann wiederkommen, wenn er seine Sachen alle im Griff hat. Das sind einfach private Gründe, die will ich hier nicht besprechen. Haben wir uns geeinigt, dass er momentan einfach den Kanal erstmal den Rücken kehrt, aber er kommt, hat er so gesagt, mal schauen, wie es dann abläuft, wenn er seine Sachen wieder alle im Griff hat und wie gesagt, seine privaten Sachen hier nichts
zur Debatte stehen, irgendwann im Griff hat, dann wird er sich bei uns wieder melden und dann werden wir weitersehen, ob das alles weiterläuft. In der Sache werden wir aber, Dani und ich, den Kanal natürlich weiterführen, so gut wie es geht. Und ja, wir werden mal schauen, wie die Sache weitergeht. So, es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt auch demnächst machen möchte. Das sind so Top 5 und Top 10. Ich werde immer öfters von anderen YouTubern inspiriert. Das sind so meine Lieblings-YouTuber, die ich auf YouTube habe. Es ist zum Beispiel der Finchi, den ich jetzt seit, wie lange kenne ich ihn jetzt? Seit ein paar Monaten. Stehe ab und zu auch mal im Kontakt mit ihm und ein super Typ. Ich muss dich hier mal grüßen, falls du das Video gerade siehst. Der inspiriert mich auch immer wieder für neue Videos und bringt mir immer wieder neue Ideen, die ich mir wieder aufschreibe. Ich schreibe immer ein bisschen was auf. Auch der Rainer Schauder, der wieder durchgestartet ist, der wird wahrscheinlich das Video hier nicht sehen, macht aber gar nichts. Der inspiriert mich auch immer wieder und vor allem inspiriert mich auch jedes Mal wieder der Yeti-Win. Deswegen ist auch diese verschwommene Spielegeschichte entstanden mit diesen zwei Personen. Ja, auf jeden Fall inspirieren mich die Leute immer wieder und ich bringe jetzt demnächst mal Top 5 raus und vielleicht kriege ich ja einen von den anderen mal unter einen Hut und schaffe es sogar zusammen mit denen meine Top 5 oder Top 10 zu machen. Würde mich persönlich sehr dolle freuen. In dem Sinne bin ich, glaube ich, durch. Ich habe viel gequatscht und habe auch, glaube ich, 20 Mal neu in die Kamera gestartet, weil ich nur Scheiße gequatscht habe und mir einfach irgendwelche Sachen nicht merken konnte. Ja, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von der Steambox, verdammt, Steam-Maschine erhaltet. Würde mich interessieren, ob ihr euch so ein Ding holt oder ob ihr einfach sagt, nee, ich bleibe jetzt einfach bei den Konsolen einfach stehen, was die neuen bringen und lasst die Steambox weg. Oder denkt ihr euch vielleicht so als Zweitrechner, so wie ich denke mir das so, gerade ein Ego-Shooter, dann hätte ich schon ziemlich Bock, das Ding einfach kurz anzuschmeißen, mal Tastatur und Maus zu nehmen und einfach ganz schnell mal eine Runde zu datteln, weil ich spiele Ego-Shooter gar nicht auf Konsolen. Ja, erschießt mich oder so, keine Ahnung. Ich hasse es, Ego-Shooter auf Konsole zu spielen. Und auf dem Rechner, so habe ich mal, da fehlt mir der Elan. Momentan ist der Rechner für mich, außer jetzt, seitdem ich Diablo so auf Konsole spiele, ist der Rechner für mich nur noch Schneiderei und Tonbearbeitung. Und ab und zu mal kurz Internet, um ein paar Kommentare zu machen. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schießt mich voll. Und wenn euch der Scheiß mal wieder gefallen hat, dann, ne, ihr wisst ja Bescheid, warum quatsche ich so viel. Manchmal hat man einfach so ein Redeflash, das ist merkwürdig, ne? Manchmal fange ich hier an zu drehen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Sitze ich hier, bin nervös wie so ein vierjähriger Bube und weiß überhaupt nicht, was ich quatsche und verhaspel mich und vertue mich. Und dann, wenn du aber erstmal im Flow bist, dann läuft das erst rein. Naja, ja, schreibt mir und wenn ihr noch ein paar Tipps habt zum Video drehen oder so, oder falls euch ein paar witzige Ideen sind, die ich vielleicht umsetzen kann, weil eigentlich mache ich so gut wie jeden Scheiß, dann, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. In dem Sinne bin ich raus, Leute. Bis zum nächsten Mal.